Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Unsere Kamera ist ein bisschen schief. Wir spielen Flower Show von Treffel, von Wolfgang Kramer, mehrfacher Spiel des Jahresgewinner, für 2 oder 4 Spieler. Zu dritt hätten wir das gar nicht spielen können. Gut, dass du noch geblieben bist. Karl hat sich geopfert. Gott sei Dank. Und 20 Minuten Spieldauer, abzüglich Regelerklärung, aber das geht sehr schnell. Das sind Fehler. Player Aid Card, Spielerhilfe. Mhm. Englisch, Deutsch. Mhm. Umgedreht, Bonus Points for Scoring Two Raus in Turn. Bonus Points for Scoring Two Raus in Turn. Ja, ja. So, richtig schon mal Prototyp. Ja, ja. Prototyp Material, also ne, das gewissen gewählte Board. Die Karten, wenn die sich manchmal ein bisschen komisch bewegen und so weiter, oder was aufgeklebt aussieht, dann ist das auch so. Das aber ist nicht Prototyp. Das finale Produkt, vielleicht. Wir hoffen. Ich habe noch keine Endprodukte von Treffel selbst. Die Karten fühlen sich gut an. Ja. Das ist ein schönes Gefühl. Das sind alles Prototypen von Treffel. Ja. Alles, ja. Alles haben muss. Falls wir noch Essen übrig haben, kann ich da mein Butterbrot einwickeln. Ja. Ach oh Gott, oh Gott. So, jetzt das Spiel. Eins mit Blumenpflanzen. Läuft verfolgt. Ja, aber also für alle, die später sehen, es ist gerade nachts um 2. Also eventuelles genau, Gehen die Marker kommen da auf die... das Spiel, aber vielleicht auch nicht. Und Benjamin wird gerade erst warm. Das ist richtig. Wir spielen die Team-Variante wieder. Wir sind blau, ihr seid grün, glaube ich. Naja, also Team. Damit sagen, dass er bei schon wieder quer rüber. Munatak gerade nicht Stadtspieler wäre. Weil Numerief... Die coolste Person. Ja, weil er gerade heiß läuft. Ja, also wir spielen Teams. Jedes Team hat einen eigenen Spielbereich hier blub drunter. Hör dazu. Wir führen unsere Züge abwechselnd durch. Team 1, Grün 2, genau. Also, wenn man dran ist, macht man folgende Aktionen, folgende Reihenfolge. Das erste ist, man legt einfach eine Blume auf einen Korb. Das heißt, man zieht hier eine Blume und hier unten sind so Körbe, aus denen man sich später Blumen nehmen kann. Die legt man einfach drauf. Warum, nach welchen Kriterien, werdet ihr gleich sehen, wenn ich die Leisten hier erklärt habe. Mhm. Genau, wenn man halt neu, also wenn da schon eine Blume liegt, weil wir nehmen uns am Ende des Zuges immer Blumen runter vom Körben, legt man die so, dass man sehen kann, was die anderen Blumen für Merkmale haben. Weil es ist immer Art, Farbe und Gestrüpp wichtig bei diesen Blumen. Art, Farbe und Gestrüpp. Das genau. Gestrüpp kann auch eine Feder sein. Genau, dieses Gestrüpp ist immer hier oben nochmal angegeben. Hier ist so Zeug drumherum, hier steht ist so eine Feder Gestrüpp, drumherum. Das ist doch ein Gesteck. Nicht Gestrüpp, das ist, wenn du beim Gesteck zusätzliche Elemente dazu nimmst. Das sind Deko-Elemente. Genau, das Gestrüpp. Also ja, Schmuck. Schmuck, Farbe, Sorte sind die Merkmale. Und dann muss man sich entscheiden, ich bin voller Florist, ob man das ist wirklich die wichtigste Entscheidung im Spiel, ob man eine Blume ausspielen möchte oder passen möchte. Wenn man Blumen ausspielen möchte, dann macht man mit den Schritten 3 bis 6 weiter. Wenn man keine Blume ausspielen möchte, sondern passt, weil man erstmal seine Hand verbessern möchte, dann macht man einfach eine Blume von einem beliebigen der 7 Körbe, die hier drunter sind. Man darf nicht mehr als 7 Blumen auf der Hand haben. Wenn wir mehrere Blumen nehmen würden, sucht man sich die aus. Also in der 5 Blumen liegen und ich habe 4 auf der Hand, dann nehme ich einfach die ich haben will, schmeiße die dann weg und die anderen bekomme ich auf die Hand. Genau, die übrigen Blumen kommen von der Ablagestapel und dann würde ich in dem Fall, wenn ich nur meine Karten dann verbessern möchte, mit Schritt 6 fortfahren. Das heißt, ich würde leere Körbe füllen. Ich würde also hier Karten ziehen, auf die leeren Körbe liegen, die da sind. Es dürfte theoretisch immer nur ein Korb leer sein. Und genau, die andere Alternative wäre, dass ich Blumen von der Hand aufspiele. Ich kann dann, wir haben quasi den Spielebereich hier, ihr habt den Spielebereich, weil das ist grün und wir haben blau. Und wir interagieren dann trotzdem miteinander. Man kann dann 1 bis 3 Blumen von seiner, auf die eigene Seite legen, von der Hand. Entweder in einen Strauß, also das ist immer ein Strauß, oder auch in verschiedene Sträuße, also verschiedene Reihen. Und alle Karten, die ich ausspiele, müssen immer mit der Anfangsblume, die hier liegt, irgendein Merkmal gemeinsam haben. Das heißt, ich kann hier 3 mit diesem komischen Gestrüpp ausspielen, 3 von diesen komischen Arten oder 3 in dieser komischen Farbe. Ja. Bis zu 3. Das ist der komische Strauß. Die hat noch extra Punkt, das ist hier nachher wichtig für die Wertung. Genau, immer die erste Blume, die man in einen der 4 Sträuße legt, muss mit mindestens einem der 3 Merkmale in der Startphase übereinstimmen. Alle weiteren Blumen müssen ebenfalls genau dieses Merkmal aufweisen. Alle anderen Sträuße des Spielers und Teams dürfen dasselbe oder auch ein anderes der 3 Merkmale haben. Ebenso darf auch auf der anderen Seite des Straußes ein anderes Merkmal gelegt werden. Also ich sage, ich lege hier was mit Lila hin, kannst du sagen, ich lege da was mit Tulpe hin. Aber wie kannst du denn weiter mit Lila legen? Nö, immer wenn du neu anlegst, kannst du dich für ein neues Merkmal entscheiden. Also wenn du mehrere auf einmal legst. Genau, du willst nämlich lange rein in der Regel legen, um dafür mehr Punkte zu bekommen.
Aber beim nächsten Mal, wenn man da wieder Karten hinlegt, kann man das wieder. Und es macht auch Sinn, nicht immer nur einen reinzulegen, sondern auch mal mehrere Spalten, sich nach und nach aufzubauen. Und es kann sein, dass andere Leute einem die Geschichten wegwerten. Denn danach wertet man einen Strauß. Wenn nämlich mindestens vier da liegen, ohne dass man das hier mitzählt, also wirklich 1, 2, 3, 4, dann kann man werten, wenn man möchte. Und dann werden alle Blumen der ganzen Reihe entfernt. Also auch von den anderen Mitspielern. Oh Gott, auch auf der anderen Seite. Auch auf der anderen Seite. Für die kriegt man sogar auch Punkte. Und dann legt man hier eine neue Blume als Startkarte hin. Hat man dann der Floristin das so weggerissen und die anderen musste dann wegschmeißen? Wir sind ja mehrere Floristen und wir haben so keinen Wettstreit. Okay, machen wir einen Strauß. Wer den cooleren Strauß macht. Wenn man Blumen zertreten und so. Toll. Genau, wenn man Blumen gespielt hat, dann darf man sich von einem der Körbe eine Blume nehmen. Und zwar genau von einem Korb mit nur einer Blume. Das heißt, wenn hier drei Blumen liegen, dürfte hier nichts nehmen, sondern dürfte nur von den anderen Körben das nehmen. Was, wenn ich irgendwie einen Strauß mache? Ja. Und ansonsten kann man von hier aber alles nehmen, was da liegt. Ansonsten kannst du alles von einem nehmen. Aber dafür nicht ausspielt. Genau. Man kann den Austausch der Startblume machen. Das heißt, wenn in einer Reihe neben der Startblume noch keine Blumen liegen, dann darf man in Schritt 3 das durch eine Blume von der Hand ersetzen. Dazu wirft man die alte Startblume weg und legt eine neue dorthin. Und man darf dann wie gewohnt noch zwei weitere Blumen ausspielen statt der drei. Jetzt die Frage, wie wird ein Strauß gewertet? Man guckt halt, ob da vier oder fünf liegen. Wenn da sechs liegen, muss man werten. Also wenn die Reihe fertig ist, dann kann ich nicht werten. Und dann guckt man halt, wie lang ist der Strauß. Ne, er muss ja mindestens vier lang sein, kriege ich einen Punkt. Ist er bis hier, kriege ich zwei Punkte. Geht er bis hier, kriege ich dafür drei Punkte. Wenn in dem Strauß Kronen liegen und der Strauß bis zur fünf geht, dann kriege ich für jede Krone, die da liegt, einen Punkt. Oh. Auch für die, die andere Leute da reingespielt haben. Jede Krone zieht einfach einen Punkt. Auch die für die Startkarte. Alles, genau. Wenn man einen Strauß wertet und man hat mindestens einen weiteren Strauß, den man werten kann, dann kriegt man dafür Bonuspunkte. Die Höhe hängt davon ab, wie viel man wertet. Ich weiß, ob das steht auf den Übersichtskarten, glaube ich, drauf. Ja. Das ist die Übersicht hier. Bonuspunkte für einen weiteren Strauß. Oh, das heißt, wenn ich hier jetzt meinetwegen Dreier-Sträuße habe am Anfang meines Zuges und ich lege hier noch die vierte Karte und hier noch die vierte Karte zu und hier vielleicht auch noch die fünfte, dann könnte ich ja einen Fünfer- und einen Vierer-Strauß werten und dann würde ich halt zwei extra Punkte dafür bekommen. Und die möglichen Konstellationen, die da liegen, die stehen da. Und nach der Wertung erfährt man wieder alle Blumen. Wenn man mehr Sträuße hat, die man werten könnte, darf man nur einen davon werten. Habt ihr in eurem Zug mehr Sträuße, die ihr werten könnt, dürft ihr nur einen davon werten. Man wertet ein und wenn man mehr werten könnte, dann kriegt man die extra Punkte. Man darf aber nur einen werten und die anderen, die mehr Punkte bringen. Also ne, wenn ich hier schaffe, zwei Sechser hinzulegen, kann ich einen Sechser werten, weil ich noch einen anderen Sechser habe, bekomme ich dafür die Punkte. Die von dem einen Sechser Strauß kommen weg und der andere Sechser Strauß bleibt liegen. Aha. Ja. Ja. Ja? Beim Anlegen von mehreren Karten hattest du da gesagt, dass man dann nur mit, also alle dem einen oder ja, kann das, das eine Merkmal, dass man also es dürften dann nur Purpurblumen hin. Genau. Halt bei dem einen auslegen. Ich kann aber auch sagen, ich lege hier Purpurblumen hin, hier rote und hier lege ich Rosen hin. Kommen die in den Beutel? Die? Aber du kannst auch sagen, hier Purpur, hier das, der Schmuck und hier wieder genau. Rosen. Genau. Für jede Reihe für kann ich das Startmerkmal entscheiden. Startmerkmal. Das ist eine Reihe. Ich habe nicht getrunken, auf mich gerade. Das ist eine Spalte. Genau, und ihr seht es schon, ihr ahnt, wie lange das Spiel geht? 25. Richtig. Race to 25. Ja. Na dann ich ziehe nochmal Karten. Ich ziehe von hier eine Karte. Wir fangen mit drei Karten an. Wir fangen mit drei Karten an. Und warum habe ich hier diese spezielle Karte? Weil du die Startspielerin bist. Ich bin die Startspielerin, okay. Ja. Hallo alle im Chat. Okay, also... Und das klingt gar nicht so blöd, oder? Hallo. Das klingt ganz... Also, jetzt nicht... Ja, der niedrigschwellige Absacker, das war genau das Richtige für das Letzte. Sehr gut. Ich bewundere Ihre hervorragende Planung. Herr Benjamin. Ich weiß nicht, wie das machen. Das mit dem Hinlegen musst du mal ganz gut drüber. Habe ich nicht ganz verstanden, dass wir jetzt mit dem Hinlegen... Am Ende der Runde legst du einfach immer dort eine Karte hin. Aber ich kann auch einfach so Karten weglegen, wenn ich keine auslegen möchte. Dann nimmst du halt alle von einem... Okay. Also, was mache ich jetzt als erstes, wenn ich dran bin? Also, Schritt 1 siehst du. Ja, es gibt Player Aid. Siehst du hier nirgendwo? Nee. Schritt 1 ist, du legst nur wie mein eine Punkt Blume auf einen Korb. Das heißt, du ziehst die oberste Blume, kannst du offen machen und legst sie auf einen dieser Körbe hier. Muss dir auch zu irgendwas passen oder ist das vollkommen egal? Das ist vollkommen egal. Das muss man immer als erstes. Das ist immer das erste hinlegen. Okay. Ist jetzt schon mein Spiel. Jetzt nehme ich, das machst du. Jetzt kannst du dich entscheiden, ob du Blumen ausspielen möchtest oder ob du passen möchtest. Ich kann, und danach nehme ich einen Korb. Danach, wenn du... Nee, ich kann entweder ausspielen oder einen Korb nehmen.
Du kannst auch Schild oder einen Korb nehmen. Mhm. Sie gehen auf die Rosen. Das heißt, du hast dich jetzt entschieden zu passen. Das heißt, du möchtest keine Blume ausspielen, sondern passt. Mhm. Nimmst also alle Blumen von einem beliebigen der sieben Körbe. Darfst nicht mehr 7 Blumen auf der Hand haben. Ah, ich wollte das fragen. Wenn du mehrere Blumen nehmen möchtest, und das genau, beschreitest du. Und jetzt machst du bei Schritt 6 weiter, leere Körbe auffüllen. Für leere Körbe ziehst du jetzt jeweils eine Karte und legst sie dorthin. Für aber jeweils leere Körbe? Ja. Wie könnten denn mehrere leer sein? Das also... Weiß ich nicht, aber... Ich nehme ja nur aus einem. Also wenn du wir Score lernen hast, ja noch. Scores nimmst du auch nochmal Blumen nach, ne? Blumen gespielt. Einen von einem, wo nur eins liegt, hat er gesagt. Eine Blume von einem Korb nehmen. Und dann nimmst du ja stattdessen nicht irgendeinen Korb, also darf eigentlich auch noch einer leer sein. Genau, habe ich noch nicht gefunden. Solo-Variante. Aber hast du gesehen, er hat 2 rote Rosen genommen. Mhm. Ich ziehe jetzt hier eine Karte, ja. Lege die dazu. Mhm. Das ist eine gelbe Rose. Die lege ich doch auch. Ist das da hinten? Ja. Ja, oder da. Oder da. Also rot. Ich will nicht, dass ihr noch eine rote Rose kriegt. Also ich gehe dazu und nehme die auf die Hand. Und es muss immer, wenn ich jetzt hier 2 liegen hätte. Ja. Und dann haben die meinetwegen anderen Schmuck, aber waren rote Rosen. Mhm. Wenn ich einen neu anlege, orientiere ich mich trotzdem nur an der. Ja. Du kannst also nochmal Schmuck gleich hier hinlegen. Spannend. Jetzt fülle ich hier wieder den Korb auf. Ja. Weil ich mich entscheide zu passen. Mhm. Obwohl, wann kannst du mir jetzt sagen, soll ich vielleicht lieber schon Rosen ausspielen? Und du könntest sogar vorher noch. Du hast ja jetzt Korb genommen. Stimmt. Ja, du könntest sogar vorher noch, wenn es irgendwie gar nicht passt, deine Handkarten, die Karte hier austauschen. Wo, wenn hier schon ganz viele Karten liegen. Mit einer Karte vom Korb. Mit einer Karte von deiner Hand. Mit einer Karte vom Karten. Und dann noch 2 weitere Karten dazu spielen. Ach, die darf man ersetzen. Du darfst sie tauschen, ist aber eine von den 3 Karten, die du spielen kannst. Und es muss zwingend Hand sein. Vielleicht könnte das ja auch Korb sein, wahrscheinlich könnten mehrere Körbe leer werden. Nee, ist von der Hand. Okay. Das ist spannend. Markus dran. Und können wir miteinander sprechen? Zur Kommunikation schießen. Okay. Ich mache das, was ihr gemacht habt. Genau, das war eine Karte. Nehmt den Zerstäuber zur Hand und versprüht ihn da einen Einfallsreichtum. Nicht irgendwo. Passend, dachte ich. Nee, ja. Die kannst du jetzt hinlegen, wo du willst. Ja, wir sind irgendwo hinlegen wollen. Orientier dich mal am besten am Schmuck. Hier, das Symbol gibt es ja, dass wir auf den beiden. Da sind auch Kronen drauf. Könnte man mitnehmen. Stimmt, hier ist sogar eine Krone drauf. Ja, aber Kronen sind ja doof, wenn wir die nicht kriegen. Ja, aber wenn wir davon ausgehen, dass wir die alle nicht kriegen, dann haben wir ja auch schon verloren. Schlau, das ist auf ja schlau. Den, auf den Karl-Kalender. Karl-Kalender? Ja, mit den Karl-Sprüchen. Mhm. Das ist ein weiser Spruch. Der ja, sag ihn doch mal. Ja. Ich zurück. Ja, das ist richtig. Wenn wir sie gar nicht nehmen, haben wir ja schon akzeptiert, dass wir verloren haben. Ja. Das ist richtig. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir keine Sträuße scoren. Mhm. Ach so, spielt ihr das Spiel. Ach, den ist und nicht den alten. Was nee, denn? Vollkommen egal. Du hast gesagt, guck nach dem Schmuck, hast du gesagt. Guck nach dem Schmuck. Oh. Was bist denn du für ein Teamkollege? Also ich hätte aufpassen müssen, was du genommen hast, aber... Rosen. Tja, wo kommt das jetzt hin? Nicht mehr als 7. Man kann nie mehr als 3 Karten legen, sagst du? Nee. Okay, dann so, ich nehme auch mal die und jetzt fangen wir gleich mal. Unsere 7 Karten ist das Handteil und das heißt, wir erstmal die Karten halt auf. Mhm. Klassiker. Ja. Klassikal. So sieht's aus. Aber der Treffelverlag, das kommt mir so bekannt vor. Die machen Puzzle. Ah, deswegen kommen sie mir wohl bekannt vor. Sind das, was Ravensburger in Deutschland, ist Ravensburger wahrscheinlich auch in Polen, aber Treffel auch so ein bisschen. Dann kenne ich das wohl daher schon. Sind in Polen, glaube ich, auch ein ziemlicher Big Player. Ich leg das. Wie viele? 7 Karten maximal? Ne? 7 Karten. 2, 5. Ja. Pack das da hin. Nehmen das. 3 gefallenes Blumenfeld. Wird da aufgefüllt, ne? Yes. Da bin ich dran. Ich hab, das ist ja das härteste Merkspiel von allen auch, ne? Wir müssen uns ja ständig merken, was ihr nehmt. Mhm. Kann jetzt mal einer schon mal. Ja, niedrigschwellig und. Was merkst leicht. Du hier? Merkst du hier rote Rosen und merkst du auch das Gestrüpp? Ja, das ja, ist ja, ein bisschen. Das ist schon hart, aber du musst ja schon so ungefähr versuchen. Wo ist der Tag der Merkspiel? Wir gehen mal auf den. Will jetzt gehen mal auf den endlich, Strauß, oder? Mhm. Will jetzt mal nicht endlich mal einer einsammeln? Warum will denn jetzt keiner nie was dazulegen? Wollen wir uns erstmal die Hand voll machen, um dann Karten zu finden? Aber das geht machen, dann wir Karten machen. Nimm mal die. Meine Fresse. Das zieht da einen, ne? Ja. Oh, da ist eine Schleife dran. Das ist ja schön. Was kommt da dazu? Darf ich sie noch einmal eine Schleife. Sehen? Oh ja. Aha. Krass. Oh, okay, dann ist Ben dran. Der wird wirklich sofort immer aufgefüllt. Mhm. Also der Runde. Um nochmal die Basics. Zuges. Moment des eigenen Zuges. Leere Körbe füllt ihr sofort mit einer neuen Karte von 80 Stapel auf. Um nochmal die Basics. Na, das wird sich jetzt ändern. Wir werden jetzt anfangen zu spielen, weil um nochmal die Basics zu verstehen. Ja. Blume und Schmuck sind Kategorien, die ein Anlegen erlauben. Blume, Schmuck, Farbe.
Ach, die Farbe auch. Also rote Rose kann auch rote Tulpe. Ja. Oh. Also kann aber auch lila Margerite und gelbe Tulpe mit alles Busch. Ja. Ja. Also gibt's oder mit alles Schleife. Eins von den dreien muss. Du hast genommen und dann ja. Beliebig verlängerbar, aber am besten 4 plus. Ja, und am besten hast du ein Angebot, zwei Sechser, einen davon noch. Wertest du, weil ich kriegst noch 5 extra Punkte. Ja, jetzt musst du halt umdenken, jetzt musst du es da hinlegen, wo du... Zwei Sechs, ihr rein, so lang, doppelt. Wir müssen alle hier. Wir haben die wahrscheinlich vorher gewertet. How to score points. Ja. Wie wir haben die bereits vorher gelehrt. Wenn ihr Sechser reinbaut, dann werten wir vielleicht, weil wir eure Kronen haben wollen. Du tauschst sie aus. Jetzt kannst du noch zwei legen. Wie geht das austauschen? Einfach so, ist eine von den drei Karten. Genau. Kriegt ihr die Karte auf die Hand oder kommt die einfach weg? Die kommt weg. Das ist halt angenehm. Aha, Schleifen. Das hat für uns aber noch keine Bewandtnis. Wir können jetzt auch hinspielen, was wir wollen. Und sie können, wenn sie 4 gelegt haben, können sie werten. Mhm. Okay. Das heißt, ich ziehe jetzt auch einen hier vom Giftstapel. Mhm. Aber ich darf da jetzt auch 7 hinlegen. Nein, 3, bis zu 3. Bis zu 3. Danke. Wenn mir jetzt passen würde, könnte man sie zum Beispiel auch da hinlegen und dann Vertrag haben nachziehen. Ich könnte die aber nicht mehr austauschen, ne? Die kannst du austauschen. Ich dachte nur, wenn sie. Nee, immer zu Beginn, dass du kannst sie austauschen. Kannst du das hart sabotieren? Harz? Was soll ich denn im Harz? Nee, leicht sabotieren, glaube ich nur. Nein, das ist ja sehr schwerwiegend für uns sabotiert. Also du kannst eh keine Karten nehmen, deswegen. Ja. Ist aber der erste Karte nehmen wird, das Karten. Ist doch nur die Startblume weg, die sowieso nicht funktioniert. Oder ich leg noch mal was aus. Kann ich auch machen. Das geht auch, ja. Schauen wir mal. Ich leg's mal dahin. So, da müssen wir hier oben ein bisschen mitmachen, oder? Da kann ich jetzt Schleifen legen oder eine Rose. Das könnte schon einen Moment dauern, bis 25 Punkte. Ja, aber ihr könnt es ja recht theoretisch voll machen und werden, aber ihr habt keine Kronen, das sind halt 3 Punkte. Also, genau, ich wollte gerade sagen. Wir können uns auch woanders was aufbauen, wenn die hier dran arbeiten. Das wird ja auch nicht schneller oder so. Genau, es ist immer im gleichbleibenden Tempo ungefähr, ne? Ja. Genau. Das ist auch unsere Seite. Immer gucken sagen. Auf grün. Unsere Grün. Grün, hier grün. Grün, grün, grün da. Hier, also, hier grün, da grün. Ihr würdet das jetzt scoren und wir haben nur 2 Karten, den kriegen wir was? Nichts, gar nichts. Ich kriege generell gar nichts, wenn wir scoren. Außer... Nee, und nein. Sind wir bei 4 oder 5 stehen. Nein, wir kriegen immer so. Nichts, das kommt einfach nur weg. Ja. Guck mal, ich das ist ja mies. Ich lege die 3 hier hin. Mhm. Dann ist ja super. Und kann keine Karten nachziehen, weil ich jetzt gerade welche gelegt habe. Mhm. Ich habe deswegen nur 3 Karten, das ist glaube ich 4, ne? Ja. Dann ist Markus dran, zieht eine Karte. Es ist diese Tulpe. Wo ist das die gleiche Farbe? Yes. Gut. Wo möchtest du sie hinlegen? Muss ich die immer ziehen? Ja. Das ist halt euer. Den Korb lege, muss ich die nicht. Du kannst halt irgendwie legen, wo es eigentlich ganz gut passt, weil Karte erst das dann. Habt ihr euch immer, wenn man eine Blume gespielt hat, nimm eine Blume von einem Korb mit exakt einer Blume, wenn auf keinem der Körbe genau eine Blume liegt, kannst du keine Blume nehmen. Wie bitte? Wenn man eine Blume gespielt hat, darf man eine Blume nehmen von einem Korb, wo genau eine Blume liegt. Das heißt, ich durfte noch machen. Ja. Mhm. What? Noch was nehmen. Aber inzwischen sind ja schon wieder Sachen weg. Aber nur die sind zugekommen. Also, das ist eine Stunde, die dazu gelegt. Ich glaube, ich nehme die mal weg. Das stimmt. Boah, was weiß ich denn? Ich finde die alle nicht so reizvoll. Ein wenig. Ein wenig? Da kommt die, die ich eigentlich gezogen habe. Nee, die will ich nicht. Ich will die. Und die da? Wenn die jetzt verbahnen und Scharfschützen drauf werden. Oh ja, das wäre cooler. Ja. Die wird am Ende des Zuges dahin gelegt, ne? Ja. Und dann muss ich jetzt eine ziehen und dazu klicken. Ja. Ich finde Barbaren und Scharfschützen ziemlich ungleich verteilt, muss ich sagen. Der Barbar ist natürlich. Einer hat einen unfairen Vorteil. Der Barbar. Dann müsste man annehmen, das erklärt auch, warum die alle Karten wegkommen. Dass die ludonarrative Dissonanz vielleicht geringer. Und jetzt kann ich noch eine Seite auf die andere stellen. Das erklärt auch, warum 2 Körbe leer sein können. Ich kann jetzt einen leer machen und vorher genommen haben. Dann. Jetzt kann ich noch eine Karte nehmen. Woher nehmen? Eine Tulpe. Wie können 2 leer sein? Nochmal. Na, du kannst ja jetzt, wenn ich nicht gelegt habe, sondern irgendwo was nehme, einen Stapel komplett nehmen. Ach nee, doch nicht. Also, man kann es nur mal. Das ist die Regel komisch. Einfach vorsichtshalber. Ich nehme einfach mal die. Warte. Da habe ich eine. Warte. Man kann nie mehr als 7 haben oder nehme ich 2 und werfe eine ab, um sie auf 7 runterzukommen? Du nimmst ja eh von hier. Das heißt, du nimmst nur so viel, dass du 7 hast. Das heißt, wenn ich jetzt 6 hätte und hier die 2, der Korb ist für mich raus beim Nehmen. Nee, kannst du nehmen. Du nimmst einen davon, die andere kommt weg. Ah, okay, also doch. Aber ich kann nicht irgendwas von der Hand abwerfen. Jetzt bist du dran, Markus. Du kriegst eine Rose. Wolle.
Feder, was? Möchtest du, an welchem Korb möchtest du die Rose verkaufen? Gib mir doch ein bisschen Hilfe, mein Taktikal-Assistent. Du kannst auch anfangen. Ich weiß es nicht. Obwohl, wenn sie dir gefällt, ja, obwohl, ganz egal. Was ist, wenn sie mir gefällt, kann ich nee, auch nicht. Nee, du darfst ja nicht. Du, nee, der, jetzt du, nicht. Du musst nicht. Ja jetzt ausspielen. Und der kriegt sie ja auch auf jeden Fall nicht. Oh, ich sollte jetzt auch ausspielen. Genau. Also du müsstest ja mindestens zwei Schleifen haben. Kann ich die da, ja, und? Soll ich? Ich würde sagen. Und was werden wir denn? Also du kannst vor allen Dingen, du kannst ja bis zu drei Karten ausspielen, das heißt, du kannst auch bis zu fünf kommen, aber den obersten Strauß würde ich gerne. Soll ich bis zu fünf kommen? Aber nee, kriegst du nicht. Was hast du denn gemacht? Soll ich bis zu fünf kommen? Entweder machst du bis zu fünf und wir scoren mehr, oder du legst nur zwei, wir scoren einen Punkt und du legst hier schon mal eine hin. Wer weiß, ob Ben das voll kriegt, wahrscheinlich schon. Natürlich kriegt das voll. Aber die beiden merken sich ja ihre Karten mit zwei Kronen. Total. Dann lagere ich dir jetzt erstmal hier zwischen. Genau, da sind leider Kronen drin, in unserem sind keine Kronen, aber ich hatte keine Karten schon versammelt. Aber wir können dann nur noch warten, sie liegen lassen, was anderes hinnehmen, um die Bonuspunkte zu kriegen. Naja. Oder euch unter Druck setzen, es fertig zu machen, aber dafür verlieren wir Karten. Gott. Das Spiel hat ja keine Kommunikationsbeschränkungsregeln, oder? Aber irgendwie ist das auch ein bisschen seltsam. Hilft euch ja auch. Naja, nicht, wenn du ja irgendwas ausdenken kannst. Oh, das mit dem Teamspiel, gefällt mir schon gar nicht so gut, weil ich nicht weiß, was ich. Oh, jetzt musst du werden. Alles schleifen. Er muss, ach so, weil das über 4 hinaus. 6. Ab 4 muss er werden, ne? Das sind 6, oder? 2, nee, muss er nicht werden. Ab der 6 musst ab du der werden. 6, ab der muss ich, und wenn ich jetzt schon will? Dann wird ihr 3 Punkte kriegen. Will ich? Ja, ein Punkt pro Krone. Ja. Ich glaube, die Gefahr ist nicht so groß, dass Ben das jetzt vollklatscht mit maximal 3 legbaren Karten. Und er darf erst ab 4 werten, ne? Genau. Ich gar oder gibt es irgendeine Möglichkeit, 4 Karten zu legen? Nee. Gut, dann lass das so. Vielleicht sieht man noch Aktionskarten. So, jetzt hast du ausgespielt, Max. Jetzt kannst du eine von den offenen, von den einzeln liegenden Karten nehmen. Genau, also die. Ja, ich nehme nämlich. Du weißt, welchen Strauß du jetzt nächstes machen, ne? Ja, nee. Genau den. Ja, nee. Genau den? Das ist bestimmt okay. Das denke ich auch. Die ist auch schön gelb. Das mag so. Ich. Oh, apropos gelbe, ich muss euch gleich, wenn das hier durch ist, muss ich euch mein Verkehrserlebnis erzählen. Möchtest du gerne nehmen oder ausspielen? Ich möchte ausspielen, und zwar möchte ich gerne den 3. Ne? Straßenverkehrsordnung oder Strafrecht? Das ist schon ein sehr orange Stich. Mal dort. Weil gleiche Farbe. Ich bewegte mich im Verkehr und erlebte etwas im Verkehr. Okay. Man kann ja unterschiedliche legen. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Trick, Rose. Wie man hier irgendwann mal vorankommt. Kannst du jetzt pro gelegtem Strauß vielleicht eine Karte ziehen von dort unten? Nimm Blumen gespielt, eine Blume von einem Korb. Nimm eine Blume von einem Korb mit exakt einer Blume. Wenn auf keinem der Körbe genau eine Blume liegt, kannst du keine Blumen nehmen. Weiter mit Schritt 7. Oh, gut, dass da noch. Und die damit ist auch noch, ne? Ich weiß nicht genau, wie wir den. Ich nehme die einfach frei. Ja. Also was? Ich habe halt da noch anfangen, das ist einfach viel zu riskant. Ich weiß auch nicht genau, wie man. Also das meinst du ja. Ja, aber vielleicht dann stören wir doch einfach. Aber wenn du da eine hinlegst, um sie zu zwingen, das fertig zu machen, sie können das ja so oder so fertig machen, dann verlierst du auf jeden Fall diese Karte und das holst du ja nie wieder auf. Das ist ja doof, das ist richtig. Ah, das ist gut mit den dreien. Verstehst du? Ja, aber dann macht man doch so eine Pistolenrunde und dann hat man wieder welche. Das ist eine Pistolenrunde. Und wenn du bei Counter-Strike kein Geld mehr hast und dann eine Pistolenrunde machst. Achso, ja, aber das. Jede Karte, die man da hinspielt und die wegkommt, weil jemand anders wertet, ist ja eine Karte, die du also potenziell nie wieder kriegst, die du hinterher bist. Ja. Das ist das Problem. Also ich muss auf jeden Fall. Die Pistolenrunde ist auch nicht gut, wenn die anderen besser schießen können. Hier, einmal da hinten noch ran. Ah. Hast du gerade gezogen und hingelegt? Nee. Aber jetzt ist ja unterschiedlich, was ja durchaus geht. Das ist wie bei Sattgrün, muss ich mir immer sagen. Muss nicht passen, dann vergesse ich es doch wieder. Und dann. Nee, es ist. Also das könnt ihr auf jeden Fall in Ruhe safe scoren. Es wäre total schwachsinnig, da was hinzuspielen. Hier gilt das Gleiche, es mit einem Zug voll zu machen. Das ist. Ich muss bis zu 3 spielen, ne? Warte, ich kann in Rot gehen. Okay, dann mache ich noch das hier. Dann scoren wir das da oben.
Dann sind das 2 Punkte für die Kronen und eine 6er-Reihe. Das sind 3 Punkte. Das sind 3 Punkte, also 5. Die seid grün. Ach, guck mal. Dann wird das alles abgeräumt, oder? 5. Warum 5? Weil 2 Kronen, 3 Punkte. Ja, gut. Dann wird das alles abgeräumt, oder? Die ganze Reihe. Inklusive das erste. Und dann bei deinem Strauß und die Startblume mindestens 4 Blumen legen, kannst du den Strauß werten. Nachdem ihr den Strauß gewertet habt, entfernt ihr alle Blumen dieser Reihe, einschließlich der Startblumen der Blumen auf der gegnerischen Seite. Legt sie auf einen Ablagestapel, zieht dann eine neue Blume von Nachziehstapel, legt sie offen auf die freigezogene gewordene Vase. Achtet also gut darauf, eure Sträuße rechtzeitig zu werten, damit euch keine Verluste blühen. Keine einzelnen. Also du kannst nur die beiden dann nehmen. Das ist da der Ablagestapel. Ja. Die sind ja bei nicht so prickelnd gerade. Was stand auf Nunatak drauf? Tempel auf Eis? Ein vielschichtiges Spiel. Nicht, dass uns Strafpunkte blühen, lieber Karl. Karl, du hast ein bisschen die Verantwortung darüber übernommen, was wir hier machen, ne? Sonst müssen wir nochmal hier 2-3 Espresso reinschießen. Also ich kann dir verraten, dass der jetzige Spielstand ist, dass sie potenziell einen Punkt oder 2 vorne sind. Das ist ja total easy. Weil wir haben den gescored. Wenn sie den scoren, haben sie mindestens eine Krone mehr, vielleicht noch eine Krone mehr oder sogar 2 Kronen mehr. Ich spiele mal eine Karte. Aber mindestens eine Krone mehr machen sie da. Hier, warte mal. Hier haben sie 2 Lila dran auch spielen. 2, das ist gleich. Und da unten kann ich Rosen oder den anderen Quatsch dran spielen. Keine Krone? Ja, wenn du schleifst, auch was wie eine Krone, oder? Nee. Ja, die kann ich jetzt mal los. Hier, 1. Die spiele ich mal dahin. Aber jetzt können wir scoren. Könnten wir, ne? Da werden wir sogar Bonuspunkte kriegen, weil das eine 5 ist. Und dann würden wir. Ach, das mit den weiteren Sträußen, das gab es auch noch kriegen. Für die extra Punkte. Machen wir aber noch. Das habe ich natürlich nicht mehr bewusst. Das machen wir noch nicht. Aber wo ist denn jetzt der Anreiz, die andere Reihe zu vernichten und vor allen Dingen wie, wenn ich sie eigentlich nur früh vernichten kann? Also du kannst rein von ihnen halt nicht vernichten, nicht wenn das so ist, weil sie es halt im nächsten Zug. Genau, dann können sie es halt im nächsten Zug werten. Das Einzige, was ich jetzt vergessen habe, ist, dass natürlich, wenn wir hier erst mehr noch hingelegt hätten, bevor wir das finishen, hätten wir extra Punkte bekommen. Genau. Das hatte ich vergessen, dass es die Wertung gibt. Hier steht aber, die Beispiele, dachte ich, sind alle in a row, das heißt, die müssen übereinander sein. Da dachte ich, das wäre noch ein Effekt. Ist nicht so. Da steht weiteres die Züge in a row. Aber ich habe das auch komplett vergessen gehabt. Und insofern, gut, das ist ja nicht wild. Müssen wir jetzt noch auf einen Spielfehler ihrerseits hoffen. Das sind ja Punkte, die wir ohne Probleme mit unserer geilen Hand hier wieder reinholen werden. Max, dann bist du, glaube ich, dran. Ich weiß noch nicht, ob das so ein Spiel ist, wo du das so machen kannst. Ist egal. So, ziehen ist auf jeden Fall so. Ich muss dann noch nichts entscheiden. Ne? Die Frage ist halt jetzt auch, ne, Stichwort Runaway, was so die Brettbeherrschung angeht, wir müssten sie eigentlich dazu zwingen, das können sie jetzt ja die ganze Zeit liegen lassen und woanders Sträuße bauen und immer die Bonuspunkte machen, dann müssen wir Karten hinspielen, um sie zu zwingen, das zu scoren, aber es hat uns dann ja auch Züge und Karten gekostet, dadurch geraten wir ja trotzdem weiter in den Hintergrund. Aber was du nicht machen darfst, ist halt 2 Sechser rein, weil du kriegst zwar die meisten Bonuspunkte, das wäre gut, wenn du noch mehr Bonuspunkte dafür kriegen würdest, weil du darfst trotzdem nur eine Reihe werden, du musst bis zum nächsten Zug fahren und dann könnte es wiederum sein, dass die Mitspieler dir die Karten abräumen. Der ist auf den Spieler bezogen, nicht aufs Team. Genau, wenn du dran bist, darfst du nur eine Reihe werden. Wenn aber da 2 Sechser reinliegen, darfst du nur eine werden, die andere bleibt da liegen. Ja, aber die 5 Punkte sind ja immer noch mehr als die 3 Punkte für das Werten einer Sechserreihe. Ja, aber also, ne, wenn du 5 und 6 und 5 wärst, kriegst du halt 4 Punkte. Wenn du da mehr Punkte bekommen würdest, wäre es ja. Ja, aber die 5er-Reihe kann ja genauso wie die 6er-Reihe von den anderen abgeräumt werden, das ist ja unerheblich. Ja, aber sie gibt ja mehr Bonuspunkte. Die 6er-Reihe? Genau. Also auch nur einen Bonuspunkt. Deswegen macht es meistens ja keinen Sinn, auf 2 Sechser-Reihen zu gehen, sondern würde ich ja immer bei der 5er-Reihe eher werden. Ja, ich würde fast eine Kaskade machen, oder? Es geht ja. Du kannst auch noch mehr aufbauen. Jetzt da oben die Reihe aufbauen. Ich kann nichts machen. Das ist es ja. Also wir sind ja im Prinzip dazu gezwungen, Karten jetzt zu verschwenden. Und andersrum passiert es ja gerade. Ja, oder früh zu. Achso, jetzt 3 nehmen hilft auch nicht. Man ist sie dann auch sofort los. Noch sind wir hinten. Dann. Ja, fangen wir hier an, oder was? Wahrscheinlich jeden Tag. Hau raus. Außer Samstag, das ist aber Community-Treffen, das. Warum spielen die jetzt da? Da will ich was nicht spielen. Ihr seid ja immer vor, das ist ja echt doof. Und das war jetzt schon mein Zug, ne? Mhm. Kannst du eine einzelne Karte nehmen? Ja. Aus der Mitte? Gibt's ja nicht, nur die. Nur die Mitte. Und wenn sie nicht gibt, kann man auch nicht. So, es ist jetzt nicht hart, aber das Wort niedrigschwelliges Spiel ist es jetzt. Das ist doch super einfach. Die willst du da nicht hinnehmen, weil er gleich. Nimm mir mal ein Landschaftsplättchen und Tierplättchen und bau das da an. Das ist einfach. Nimm eine Blume, leg die da hin. Nee. Nimm eine Blume und dann entscheide dich,
den Vorrat zu füttern oder die Blume dahin zu legen. Soll ich jetzt schon werden oder wollen wir noch weiter? Eigentlich wollen wir jetzt werden, oder? Wollen wir? Jetzt wollen wir ja eigentlich noch eine mehr hinlegen. Ja, ich will auch mal sehen, wie ihr Punkte macht. Kannst du nur ruhig irgendwie bei der Zweierreihe mitmachen? Ich weiß noch nicht. Also ich könnte ja hier eine hinlegen. Mhm. Rot, ja. Die ist aber, ja. Die ist doch ganz... Ja, das ist ja, da ist eine Krone drin, ne? Und dann könnte ich hier noch eine hinlegen. Kannst du noch eine hinlegen? Kannst, aber mit der, die kannst du da auch hinlegen. Achso, du musst beides das gleiche hinlegen, nee, sorry. Aber das... Hast du noch irgendwas, was du hier hinlegen kannst? Zwei Karten, ja gut. Aber die hat er ja auch gerade schon gelegt, oder? Nee, die lag schon, die hat eine 5 oder 4, die hat er gelegt. Nichts Sinnvolles leider. Kannst du auch nicht. Nee, du hast eine gelegt, also kannst du nicht mehr nehmen. Das Einzige, was ich hinlegen könnte, wird Ihnen potenziell viele Punkte bringen. Ein. Ja. Okay, ich dachte, ein kleiner. Also, ich kann auch halt die da hinlegen. Zwei. Wenn du jetzt natürlich eine Sechserwertung auslöst, oder kannst du das? Oder? Kann ich. Dann würden wir die Sechserwertung kriegen. Und eine Fünferwertung. Also die plus 4 Punkte. Ja. Warte mal, plus die Kronen, dann seid ihr bei der Hälfte der Punkte tatsächlich ungefähr. Okay. Wir wollen ja eigentlich mehr auf einmal werden. Die Kronenwertung kriegen wir erst bei mindestens 5 Tonnen. Also deswegen ist hier die Kronen. Kriegen 6, ja. Wir würden 4 extra Punkte bekommen. Why not? Ja, wertet doch mal. Macht doch mal ein bisschen Druck hier. Den machen sie schon. Ja, sollen sie mal machen. Mal, oder soll ich hier noch was hinspielen? Ich sehe gerade nicht so den... Ja, mach doch. Also weil sie jetzt hier noch gar nichts liegen haben, haben wir noch gar keinen zeitlichen Druck, dass sie das werten. Dass wir das werten. Richtig. Da können wir uns lieber nach einer anderen Sache aufbauen. Dann aber, ja. Spiel ich die noch dahin, wir gucken, was passiert ist. Ja nicht. Aber hättest du nicht, guck mal, willst du die nicht lieber hier hinspielen und die mit dahin spielen? Ja, weil wir wollen doch die Krone eher da haben, wo wir die sicheren Punkte dafür bekommen. Sonst sind hier die Krone und die werten das, kriegen die unsere Kronenpunkte. Den einen. Naja. Ja, ja. Es gibt jetzt gerade nur eins, wo nur eins liegt, ne? Mhm. Komm, Ben ist erstmal dran. Wieso? Der soll mal nehmen. Also da ja, die, also nimmt er, die muss er nehmen. Dann wird die aufgefüllt. Stimmt, dann nimmt er eine, dann wird aufgefüllt. Dann machst du es trotzdem so. Dann kriegst du jetzt keine Karte gleich. Wenn sie da anlegen. Achso, weil wenn ich ja ausspiele, nicht nur beim Werten nicht, sondern das stimmt. Okay. Das heißt, ich muss irgendwo einen Dreierstapel bauen. Hm. Okay, ja, dann, wenn, wenn man ihn selbst nicht nimmt, darf man ihn möglichst nicht so gleichmäßig bauen. Außer man nimmt ihn selbst. Ich darf auch zwei in unterschiedliche reinlegen, ne? Ja, es muss nur immer mit dem Anfangsmerkmal übereinstimmen. Mit dem Anfangsmerkmal? Mit einem der drei Anfangsmerkmale. Nicht mit dem da? Nein, mit dem hier. Es muss also Rotschleifchen... Mit dem hier. Mit dem hier. Es muss also Rotschleifchen oder Dicky sein. Ja. Hier muss es lila, so eine Blume oder Dicky sein. Hier muss es Tulpe, rot oder. Ich nehme die. Gestrüpp sein. Gestrüpp sein. Und dann decke ich noch wieder eine hin, ja, weil leer ist. Ja. Genau, Karte ist 3 gerade genommen, die das Feature haben, also könnt ihr da nachher noch 3 hinlegen. Das spielt auch 20 Minuten. Wir werden gleich zweimal haben wir gewonnen. Hoffe ich. Ich auch. Das Problem ist, wir müssen jetzt hier nachziehen. Ich habe jetzt nichts Gutes. Also wir können jetzt nicht mehr so, also mitnehmen ist nicht mehr viel. Eigentlich müssen wir den Karten hier auf der Hand haben, jetzt scoren, wobei das reicht nicht für 25 Punkte. What? Mit diesen Punkten, mit diesen Karten auf der Hand haben wir scoren? Die wir gemeinsam Totales haben. Totales Glücksspiel. Und wenn die das nicht auf 25 bringen, dann wird es schwierig. Gott. Wo soll ich denn gleich was hinlegen? Eher hier, ne? Oder da, ja. Aber da hat Karl gerade 3 gezogen, die da hingehen. Also nichts, was ihm Punkte gibt. Auf Und du Fall. Kannst natürlich vorher dran sein, das voll machen, wenn Marc das nicht kann, um den zu werten. Ich kann natürlich volle Möhre. Ja. Könnte ich. Wobei Markus euch natürlich dann, also er kann ja irgendwo anders reinspielen und dann euch dazu zwingen, entweder das zu werten oder das voll zu machen, aber ja. Genau, aber da was hinzuspielen. Aber er hätte die Möglichkeit dann. Wenn also Markus da 3 jetzt hinlegt, dann. Ich würde auch schnell sein werten. Dann ist. Du auch machen. Dann könnte ich das fertig Kreuz werten, dann ist Ben gezwungen, eigentlich den zu werten. Aber könnte Benjamin da nicht schon werten und sagen, einfach 5 Scheiß drauf? Das ist es ja. Wenn du hier also, noch einen zuspielen kannst. Wir sind immer einen hinterher. Genau. Da kommen wir auch gerade nicht wieder raus von. Soll ich vielleicht immer dahin? Jetzt würde ich. Hallo Thorsten. Die hier oben spielen. Die da. Mhm. Die könnte ich, wenn ich wollte, hier an beide spielen. Jetzt ist die Frage, was hätten die auf der Hand? Man könnte das natürlich auch austauschen. Und Ben, der vielleicht was vorbereitet hat, dann geht es. Du hast ja was vorbereitet. Oder für was anderes. Ja,
verwerten. Aber das Problem ist, die Dinger haben alle drei Merkmale. Ja, wir werden damit wirklich. Dass man irgendwas legen kann, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ne, mit drei Karten, das ist sehr wahrscheinlich. Hast du drei Karten? Wo willst du, wo soll ich hin? Ich habe keine Ahnung, welche das sind. Also werden wir lieber. Lass mich mal die werten. Okay, wir legen hier hin, weil dann dieses Feature, was das auch hat. Jetzt müssen wir die werten. Mhm. Ne? Kriegen drei Punkte, vier Punkte. Weil wir noch eine 5 haben, nochmal 4 Punkte. Mhm. Das sind 8. Ich habe aber keine Handkarten mehr. Nee, das ist auch wieder schlecht. Und aber man darf jetzt am Ende des Zuges eine nehmen. Mhm. Sind nur 8. Dann. Das war gar nicht viel. Hier sind die 3 Kronen drin. Kann ich. Eine Krone vielleicht? Okay, das sind dann nochmal 10 Punkte. Aber fast. Nichts, kann ich einstellen. Gar nichts. Wir werden ja auch nicht so viel mehr dann. Aber es kann natürlich sein, dass noch was kommt. Die ist ein bisschen flexibler. Die werden ja vielleicht gleich. Also nehme ich die mal und gamble da. Ja, das was nimmst du da gerade? Eine Krone mit Feder. Federschmuck. Da seid ihr dran, oder? So. Eine Ziel. Also wenn du oben, kannst du oben was ausbauen oder da? Fast überall. Du könntest natürlich theoretisch auch hier schon mal aufmachen. Das ist für sie ein bisschen riskant. Ja, aber können wir das hier nicht vernichten? Nee. Der Zahn der Zeit. 1, 2, 3, 4. Das kann Benja auf jeden Fall werten, egal was du tust, egal was für Karten er hat. Also scheiße. Das heißt, das geht nicht. Vorbereiten oder ausbauen. Das muss erstmal entscheiden, was mit dieser. Aber es stimmt schon, das kann jetzt, also klar, wir könnten. Wenn ich all das machen will, muss ich diese Karte ja erstmal wegwerfen. Also man könnte hier zwei hinspielen. 2, 1 oder was? Ja. Man könnte hier zwei hinspielen, um sie dazu zu zwingen, das zu werten. Damit sie es nicht die ganze Zeit für Bonuspunkte behalten. Wohin spielen? Auf hier komme ich. Hier, wenn hier zwei liegen, ist die Bedrohung ja da, dann sind sie gezwungen, das im Zweifelsfall zu machen. Ja. Und dann gibt es weniger Punkte. Das war doch so ähnlich meine Rede. Du hast noch genau drei Karten. Jetzt kommen wir gleich hier raus. Wir haben gleich einfach auch keine Karten mehr, dann sind wir natürlich wieder deutlich vor. Ja. Ich darf zwei Karten auch in unterschiedliche Reihen spielen, ne? Du könntest auch da oben, also hier können sie halt auch jetzt, hier ist ja Druck, das heißt, das müsste irgendwann fertig werden, weil sonst werden sie es. Das können sie in einem Zug werten. Und ich würde ihren offenen Absprachen auch nicht trauen, die können auch so rumlabern und eigentlich sich insgeheim sagen, Ben spielt hier oben drei Punkte. Der Druck ist auf eurer Seite deutlich höher. Weil eine Karte mehr liegt. Weil da auch eine Krone liegt, die wir mitwerten können. Achso, die haben, ja. Dass wir nur eine Karte entfernt bewerten. Also es wäre gut, wenn du hier irgendwo eine wenigstens spielen könntest, also am ehesten. Oben tatsächlich. Und wenn ich drei spielen kann. Und dann ist halt die Überlegung, hypothetisch, dass du entweder hier, dass wir was anfangen, oder hier, dass wir sie dazu zwingen, dass sie darüber nachdenken müssen, das zu scoren. Okay, dann bin ich aber drei Karten los. Wir spielen seit 20 Minuten, dann spielst du hoffentlich bald vorbei. Ja, genau, dann bist du drei Karten los. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es. Also setz sie am besten. Ich würde sagen, hier unter Druck setzen und hier eine Karte spielen. Das ist hier so eine Blume. Das ist das erste Symbol. Das heißt, ich kann so eine Blume dahin packen. Wie bitte? Wie viel? Eine Karte. Du kannst ja aussuchen. Also ich kann hier drei, oder da eine und hier zwei. Ich habe halt keine Ahnung, welche Karten du hast. Achso. Ja, halt drei Stück, die alle überall passen. Okay, dann. Also, stimmt, ist gelogen. Wenn du alle Karten kennst, die er nimmt. Mhm. Ist gelogen. Die passen hier und die passen da. Also außer die drei Startkarten. Da passen alle drei. Also hier kannst du keine einzelne leer zulegen. Da könnte ich auch eine einzelne dazu legen. Das ist halt die Frage oben und ob Ben das vollkriegt oder nicht. Er hat drei Karten auf der Hand. Drei Karten. Das könnte aber trotzdem genau passen. Ja, dann retten wir das. Dann retten wir das hier doch. Dann legst du da eine, die vierte. Ach, du willst das nee, noch nicht voll machen. Wir brauchen Bonuspunkte. Mach doch nicht. Ach so, du machst nur bis 5. Okay, ist natürlich okay. Aber hier willst du, wir müssen die eigentlich hinter Druck setzen, damit die Bonuspunkte nicht mehr abkommen. Na, kein Problem. Mhm. Dann kann ich doch alle drei reinschieben. Nee, alle drei nicht. Dann kann ich doch hier noch einen. Die sind auf jeden Fall weg. Das kann ich übereinstimmen. Das hier geht nicht, Entschuldigung, das geht nicht. Aber das kannst du auch tauschen, einfach hier hinlegen, hier runter. Kannst du aber auch so hinlegen. Oder so. Mhm. Okay. Ich hab das jetzt gerade gemacht, das ist eine Testpartie-Karte. Dann ist eine Karte, jetzt kannst du eine Karte ziehen, hier die aus der Mitte. Ich hab heute schon. Wir müssen mal gucken, dass wenn die ersten Karten, die weggeschmissen werden würden, wie sehr sich das recht. Hm. Hast du eine einzelne noch genommen? Genau, das ist Marc hat es gerade gemacht. Ja. Ist das normal, dass die bald alle im Spiel sind? Nee, ist doch hier. So, wir räumen jetzt auch ab. Nee, du musst das nicht scrollen. Was mache ich denn? Ja, ich werde jetzt die beiden hier hinlegen. Ja, schade. Kannst du nicht hier oben nehmen, dass wir ihnen das wegnehmen?
das wegnehmen. Naja, das wäre halt cool, weil dann hat er jetzt extra noch eine Karte investiert. Ja, aber wir können sonst das wegnehmen. Na, zwei hier, eine dort. Das geht. Aber wir können ja trotzdem nur eins davon werten. Kannst nur eins von beiden werten. Und das passt dann nicht hin. Nee, das geht nicht. Und wir können ja auch nur eins werten, deswegen würde ich das eher hier hinlegen. Die noch dorthin spielen. Leider kann ich die nicht da oben hinspielen. Ne, die gehen bei Tulpe, die geht bei gleiche Blume, welche auch immer, Chrysantheme. Nee. Und dann werten wir das Ding, dann kriegen wir dafür 3, 4, 5, 6. Das hättet ihr noch austauschen können, aber ich weiß, dass der eine Punkt wert ist. Plus 3, ne? 6 plus 3 sind 9. Dann hätten wir hier den Druck aber nicht ändert, dann hätte nur eine gelegen und dann hättest du immer noch nicht scoren müssen. Dann hättest du jetzt irgendwas anderes gemacht mit den viel mehr extra Punkten. Das hätte. Nee, ihr hättet mehr Punkte gemacht damit, wenn wir die getauscht hätten. Weil dann hätte hier nur eine gelegen und du hättest jetzt nicht den Druck zum Abräumen gehabt, sondern hättest hier einen Fünfer mit einem Fünfer gescored. Nee, wir hätten Bonuspunkte. Also es ist, das war, glaube ich, keine Entscheidung gewesen. Jetzt musst du mischen, genau, da kommt auch nicht mehr rein. Und die anderen kommen auch nicht weg. Genau. So, und jetzt mal gucken, ob sobald eine Karte. Noch eine einzelne Karte nehmen, also die kannst du die. Pistolenrunde ist schon so lange ein Messerrunde natürlich. Man muss ja richtig sparen. Ich weiß nicht. Eine Pistole auch Geld gekostet? Wir hatten nur Messer, ne? Ja. Du kannst auch nur eine ausspielen. Das ist richtig. Ja. So. Genau, wenn die da gleich eine hin. Pistolen sind zu teuer. Und? Man hat ja sowieso immer eine Desert Eagle gekauft. Stimmt gar nicht. Nee, das sind Grafiken drei, von. Ja. Natürlich sind das die drei, ja, genau. Michael Ambritschow. 5 und 4. Also 5 und 4. Und hier noch eine zusätzliche Krone von uns. Dann sind das 2. Oh mon Dieu, wir haben was Gutes gemacht. 3. Karl, unser Held. 5 Punkte. Was und dann noch. Du hast sie schon eingerechnet. Die habe ich schon eingerechnet. Das sind ja, ne? 5 gibt 2 Punkte. Drei das gibt einen extra. Ah, okay. Oder? Nee, 5 plus 4 Blumen gibt's gar nicht. Doch, 4, 5, doch, 4 plus 5 Punkte. 2 Punkte ist es. Hier, das ist es. Mhm. Also noch ein Punkt mehr. 11. Weil wir waren bei 5. Dann sind das 3, 5, 6, 7 oben drauf. Gut, dann sind wir natürlich raus, aber Glückwunsch. Das ist Karl. Der ist wie so ein Ulti. Den zündet 7, man an irgendeiner Stelle. Oder nee, was? Hast du jetzt gerade 7 gesagt oder 6? Nochmal zählen. Ich finde, wie gesagt, Zahlen sind nicht mein Metier. Also, 5 plus 4 sind ja 2 plus 2, 4 Punkte. Ah, hier ist nicht der Fehler. Da habe ich, glaube ich, gerade 5 gerechnet. Sind 4 Punkte. 2 Punkte. Das Ding selber gibt doch 2. Plus 2 Punkte, 2, 4, 5, 6. 6 Punkte, genau. 6 nicht 7. 11 ist richtig. Dann kommt das alles weg. Hier. Hier kommt eine Karte hin und du darfst eine Karte nehmen. Nur eine, genau eine einzelne. Wo eine einzelne, also kannst du nur die nehmen. Und jetzt hoffe ich, Markus, dass du das voll machen kannst. Oh ja, vorhin war das noch leichter. Denk dran, du kannst die auch zur Not austauschen, die da liegt. Ja, aber darf ich dann das und? Du lass ja bis zu 3 legen. Und die eine darf auch die in der Mitte sein. Also idealerweise kriegst du 6 voll, aber. Wie viel sind denn da gerade? 4. Und was das Austauschen in der Mitte, wie gratis ist das? Was ist das? Die spielen dann gleich magnetisch. Ja, das sind die Dings, weil die getackert ist. Nice. Habe ich das am Anfang gemacht zu Beginn meines Zuges eigentlich? Eine genommen und gelegt? Okay, habe ich schon nicht mehr. Die hier hinlegen und die 4 nehmen. Mhm. Das ist jetzt natürlich klar, ne? Okay, dadurch ist doch ein bisschen schneller, weil das mehr schneller wächst als. Okay. Markus ist dran. Hier, Markus, wo geht die Pflanze? Die Blume. Ist auch wieder mehr Auswahl, wenn ihr Karten spielt. Ja. Das Problem ist, wenn wir das jetzt scoren und nichts mehr zu liegen haben, sind wir ja immer noch nicht mal an euch dran. Das, ja. Und ihr habt dann 2 Karten mehr da liegen und ihr habt in dem Moment mehr Karten, das heißt vorne. Habt ihr jetzt Zeit, euch auch zu tun. Ja, ihr müsst ja auch nicht scrollen, weil wenn wir scrollen, wäre das gleiche Problem, sind wir auch nicht. Also, wir sind dann schon gut vorne, weil jetzt verbaut ihr hier wieder was auf. Dahin. Nee, da sind wir dahinter dann. Was? Du könntest ja, wenn du nicht spielst, kannst du sie auch hier hinlegen und das alles nehmen. Alles? Ja. Alles in einer Blume. Ja, das ist bestimmt eine super Idee. Ja, aber es sollte doch mal, also ich kann jetzt... Und wenn du was spielst und du es hier hinlegst, hast du nur die zur Auswahl, solltest du die beiden zur Auswahl. Nur als taktisch. Ich weiß, ja, das habe ich schon bedacht. Ich wollte die haben. Okay, dann passt das. Ich will die haben. Du hast nur eine Karte. Mhm. Du hast nur eine Karte. Das ist, okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Das heißt, Ben kann das nicht voll machen. Mhm. Ich will die haben. Lass mich lügen. Ich spiele gleich die... Ich kann... Nope-Aktionskarte. Die Nope-Aktionskarte. Mhm. Ich komme nicht auf 6. Also ich komme auf 5. Ich lege hier eine dazu.
Nee, du kannst diese vier Karten nehmen. Das, was wir gerade gesagt haben, kannst du safe machen, weil sie uns das nicht wegnehmen. Achso, weil du die eine, du hast die eine weil Karte. Weil er nur eine Karte hat, das heißt, er kann nicht so. Ach, Kinder. Also willst du das hier mach haben? Mach mal so. Das war die Messerrunde. Okay. Das ist nämlich auch, das, dadurch geraten wir dann nicht so stark ins Hintertreffen, weil ich gerade gedacht habe, wir haben halt beide keine Karten mehr. Mhm. Und ihr habt irgendwie Karten und mehr Punkte und dann hätte ich nicht gewusst, wie es geht. Und der hat aber gerade noch ein paar hergezaubert. Ja, der hat ja gerade vor dir genommen. Der hat aber noch ein paar hingezaubert. Tada! Meine genau. Güte. Also ich muss das jetzt scoren, weil Till einfach eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat. Andere hatten nach der Messerrunde auch immer mehr Geld als ich. Und waren manchmal gar nicht tot. Manche haben mit der AWP auch immer, selbst wenn ich in der Kiste war, den Kopf getroffen. Immer. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Einmal in meinem Leben konnte ich das. Da hatte ich so einen Glitch, dass ich durch die Wand gucken konnte. Ein Glitch? Ja, da war keiner. Nachdem du eine Software installiert hast? Da war keiner sicher. Da war keiner sicher. Sechs. Da war keiner sicher, weil ich konnte durch die Wand gucken. Da war ich meine beste Scharfschütze. Oh, damit dann benutze ich weniger Karten. Also, ich spiele die hier hin. Dann sind wir bei 5 mit dem Extrapunkt. Die scoren wir auch gleich. Und ich glaube, das sind 2 Sechser oder 3. Oha. Dann brauchen sie schon. Oh Gott, der nächste, Leute, das tut mir leid. Und dann nehme ich noch eine einzelne. Ich glaube, das Spiel ergibt Sinn. Das Wort niedrigschwellig würde ich noch immer nicht verwenden. Du bist halt mit deinem Teammate am Quatschen. Das finde ich mal ganz nett beim Spielen. Gegeneinander, dann scoren wir trotzdem zusammen. Hier, Timo, falls das du guckst. 5. Das ist gut für dich. Also sind das 3 Punkte. Kommt bei Treffel. Nee, ist schlecht für ihn. 2 Kronen. Weil das zu zweit spielt. 2 Kronen. Das haben wir auch zu zweit gespielt. Ja, aber dann nicht als Teamspiel. Ja. Vergiss es, was ich gesagt habe. Zu zweit ist das Teamspielproblem immer gegeben. Außer bei Koops. Ja. Also, das war wenn du hier gar nicht, wenn das auch noch sagen würde, limitierte. Also, nee. Das sagt ja keiner. Ja, das ist wirklich. Das lebt ja von so. Ich habe jetzt nicht ganz so viele Karten, aber du hast ja, du machst. Naja, so geil waren die nicht, deswegen hatte ich eigentlich auf andere Kombinationen geguckt, aber ich habe ja das Spiel möglicherweise auch noch nicht richtig durchschaut. Also ich kann dick hier und hier. Wo? Jetzt ist oben da. Ohne dazu gekommen, ne? Das ist ja. Ich kann da unten leider gar nicht so gut. Das ist ja gar. Also. Ich kann halt hier ziemlich gut. Mhm, da kann ich so ein bisschen. Wo können wir gut, Karl? Ich habe keine Ahnung, was du für Karten hast. Wir sind blau, ja. Dann muss ich dir jetzt sagen, wo ich gut kann. Ja. Warte damit vielleicht noch einen Moment. Nee, lass raus. Lass alles raus, erzähl's jetzt. Dann soll ich jetzt einfach Till, machen. Till, warte kurz. Soll ich jetzt einfach machen? Soll ich einfach machen? Nee, warte, bis Till fertig ist, damit wir. Ja, aber ich bin dran. Nicht nee, dran. Er ist dran. Ach so, ich dachte, das klang eben schon so. Du hast doch hier gerade schon Karten genommen. Warte mal. Du hast zweimal geatmet, da dachte ich, wäre vorbei. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder irgendwie ein zweites aufbauen, weil sonst brauchen wir zu lange zum Punkte machen. Sag das doch nicht so lange, wie Till noch drin. Das ist, glaube ich, relativ logisch. Er ist doch schon wieder hier am Denken. Der hat Fehler gespielt. Ja, wie unschön. Warum? Weil diese Reihe für uns jetzt relativ tot ist, außer wir wollen sie dazu zwingen. Wieso? Weil er Federn gespielt hat? Woran muss ich mich denn jetzt halten? Ja, weil du musst dich daran halten, diese Karte irgendwo da unten hinzulegen. Breite was für mich oder für Ben zum Nehmen vor. Wenn du jetzt was ausspielst, denk dran, du kannst nur einzelne nehmen. Das wären gerade diese 3. Ist so. Ich persönlich würde dir empfehlen zum Nehmen. Ist so. Ja. Habe ich die Karte zu Ben? 5 leider. Das da hinten ist hier gedeckt, ne? Ich weiß halt immer noch, was hier. Wenn man eine Nebenrunde nimmt, ob man schon was ausspielt. Ja. Jetzt erst ausspielen, dann nehmen. Der kommt zum Schaden, sei nicht eine 5 und eine 6 vorzubereiten. Also hier wäre cool, falls du 3 hinlegst. Aber wollen wir dagegen halten? Nee. Das wäre egal. Nee, dagegen halten, das halte ich hier für zu gefährlich. Die erste gibt immer vor, was es sein soll. Ja, aber wenn wir Karten nehmen, die nicht. Also das ist vollkommen. Machen wir nicht. Also 25 kommen wir jetzt auf jeden Fall nicht. Da müssen wir vorher nochmal irgendwie Karten nehmen, auf jeden Fall. Du hast jetzt dein gespielt, wo ich gar nicht kann. Sehr gut. Gut zu wissen. Kann ich ja noch hin. Ich hoffe. Oh, ja, jetzt mit, klar. Ich weiß, dass du das gerade nicht so meinst, auch in die Uhrzeit, aber ich habe automatisch Angst, dass du das nur gesagt hast. Also ich kann da schon, wie ich gerade sehe, aber das war nicht das, was ich vorhin beim Spielen gedacht habe. Also, dass du irgendwo irgendwas hinspielen kannst, ist ja. Aber 3 kann ich da jetzt nicht hinspielen. Das musst du auch nicht. Diese 3 verschiedenen Elemente. Wenn du 3 erstmal unten spielen kannst, dann also okay. Also hier 3 wäre super, 2, aber ist natürlich schon ein bisschen. Du machst da 3 und dann sind wir fertig. Ja. Aber das. Oh. Weil du musst eine einzelne nehmen, die du dann in der nächsten Runde hier noch hinlegen kannst. Mhm. Sehr gut. Weißt du, dass du 3 jetzt hier spielst und nachher nochmal 3. Da greift er zu. Ben! Jetzt muss eine hinlegen, ne? Hat er schon? Nee, das war die. Ach nee, das war Bild von Markus. Die wirst du potenziell nehmen, die oder die. Die ne? Da, die. Mhm. So, jetzt will ich hier
unten die 3 hinspielen. Mhm. Und die hier nehmen. Achso, da ist aber eine Krone drin. Ja. Na, guck mal, jetzt habe ich mich. Ne, ich habe nur 2 Karten, haben Sie gesehen? Ja. Genau. Natürlich. Das heißt, das wollen Sie scoren. Dann kannst du das auf 4 bringen. Okay. Dann lege ich jetzt eine Karte hin. Karte hin. Jetzt schreib noch mal was anderes witzig, damit da nicht immer als letzter Eintrag unerträglich steht. Ist ja auch schon spät. Ja, aber schreib trotzdem. Wir sind hier, wir interagieren mit euch, ihr müsst nur schreiben. Ja, ja. Karl ist der Chatguy, kümmert sich drum, ich lese mal alles vor und er interagiert dann mit euch. Wer ist der Chatguy? Du. Wir sind am weitesten. Wir haben heute in Wirklichkeit gar nicht so viel, haben wir heute gar nicht so viel gemacht. Ist ja auch Messe-Vorspiel. Ja. Da stehen ja auch die viele Spiele im Vordergrund. Viele Spiele stehen im Vordergrund. Ja, Menschlichkeit wird ja gerne, bleibt ja gerne auf der Strecke. Dafür haben wir aber nach diesem Spiel ziehst du mir den Bolzen aus dem Fuß, damit ich hier wegkomme. Ne? Danach ist Ende. Danke. Ich muss danach schlafen. Nee, die Verkehrsgeschichte müsst ihr dann noch hören. Ja, wir alles, jetzt aber Hauptsache ich kann... Schaffst du, um 3 hinzulegen? Nein. Ich denke. Nee. Du hast davon was noch nicht hinpasst. Ja, ich habe eine genommen. Ja, die anderen 2 passen auch nicht. Nö, wenn du da nichts austauschst, dann nicht. Da was austauschen? Ja. Was soll ich da hinlegen? Eine Rose. Dann kann ich hier aber weniger hinlegen. Was Gelbes? Ja. Und wie viel kannst du denn da hinlegen? 2. Wie viele Karten hast du gerade? Warte, ich kann austauschen immer noch 2 Karten legen. Mhm. Oh, ich hätte es lässiger machen sollen. Ich hätte es lässiger, pokermäßiger machen sollen. Nur so. Nur 2 so Karten legen. Dann lege ich die hier unten hin. Mhm. Genau, jetzt war nämlich die Abend die Überlegung auf sich. Jetzt ist dein Ziel, auf eine 5 und eine 6 zu kommen. Aber jetzt haben die ja jetzt glaube, haben die 6, 4 2, raus, weil wir 2 Runden haben. Mhm. Hat hochgeknüppelt. Dann kannst du halt austauschen. Bist 5, 5, 5, 5, 5 würde glaube ich auch reichen wegen den Kronen. Mhm. Jetzt musst du noch was nehmen von den beiden. Das dann. So, wenn du jetzt hier auf 3 kommen könntest, aber ich weiß nicht, ob du es hinkriegst. Oh, Karl hat Blut gewittert. Karl hat Blut gewittert. Alles Feuer. Kriegst du es hin? Karl hat Blut gewittert. Markus, du bist jetzt der Held dieses Abends. Gib mir erstmal noch die Karte, die ich hinlegen muss. Ja. Ist die schon wieder alle? Ich würde es euch so nicht gönnen. Doch, will ich. Hier oder hier? Ansonsten machst du für Ben einfach irgendwo. Das beides, ja, das beides Gebüsch. Ja. Das, nee, genau. Das ist beides Lederhose. Was? Ui. Das kam aus dem... Naja, aber jetzt die Werten. Die weg. So macht der Surfosaurus. Das war Surfosaurus. Oh nein! Er verliert ja... So, warte mal, wenn ich jetzt... Warte, Fokus! Wenn ich eine werte... Warte mal, warte. Ja? Wenn ich die jetzt werte, kriegen wir 4 Punkte. Ein Punkt. Ich habe extra gefragt, ob er fertig 2 ist. 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte. Ich habe den extra gefragt, ob er fertig Punkte. Ist. Da sind wir bei 21. Das reicht nicht, also lassen. Naja, wieso? Wenn wir hier jetzt noch 2 hinlegen, dann reicht das. 2 Federn. Hm. Na. 2 Federn. Du weißt, das ist schwierig. Ja. Das ist schwierig. Ja, wenn wir die jetzt, dann müssen wir das doch werten. Reicht das dann? Ja, dann werde ich, wenn wir die jetzt werten, ja. Das sind ja ist ein Punkt, weil es eine Viererreihe ist. Ein Punkt. Das wisst ihr ja noch gar ein nicht, Punkt, ob Link er 4. Das kann. 4. Wir außer, dass ich die Karten schon da habe. Aber vielleicht auch gelogen. Das stimmt. Dann hast du ist ein Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte. Mhm. Dann kriegen wir noch einen Bonuspunkt, 4 Punkte. Mhm. Dann sind wir bei 21 mhm. Und mit der hier machen wir auch schon 4 Punkte. Das ist richtig. Wir machen einen Punkt, den machen wir gar nicht. Doch, wenn du die voll machst, dann sind wir bei 3 plus 1, 4. Wenn du die voll machst. Mhm, mach ich. Also ist das Spiel vorbei. Gut, herzlichen Glückwunsch. Dann können wir ja auch. Wir kommen ja jetzt nicht in unserem Zug auf die 25 Punkte. Das ist ein sehr schönes Spiel gewesen. Wir spielen das Spiel zu Ende. Achso, dabei ihr und dann hättet ihr sehen wir, wie gut das mal. Ich hab's aber erst am Ende meines Zuges gesagt, kann einfach sagen, nee, ihr könnt jetzt da noch versuchen zu werten. Nee, das ist ja, wenn ihr das theoretisch so durchrechnen könnt, dass ihr wisst, du machst die Punkte, er macht die Punkte fertig, dann also ich ist das ja keine Überlegung. Wir können ja mal gucken. Wenn wir das jetzt werten. Genau. Okay, dann werten wir mal. Das ist eine 4, die ist ein Punkt wert, 2 Punkte, 3 Punkte, weil wir noch eine 4 haben, 4. Punkt. Die sind blau, ne? Ja, mhm. 23. Dann räumen wir das hier alles ab. Kommt da was Neues hin. Genau, jetzt kannst du oben vielleicht die 3 Punkte oder so holen, aber das war's dann. Und dann machst du am Schluss. Ich bin dann auch zufrieden. Ich kann das schon verstehen. Ich kann das schon verstehen. Wir haben ja jetzt auch viel Gehirnschmalz investiert. Nee, es ist halt, aber es ist ja rechnerisch durch. Deswegen brauche ich ja jetzt mir nicht weiter Gedanken machen. Aber ich glaube, ich kann die hier oben
Ja, und was wollen wir jetzt machen? Aber wir können noch ja da austauschen. Noch weiter dagegen halten. Dieses Austauschen habe ich immer noch nicht verstanden. Ist das einfach gratis? Ja, das ist ein Legepunkt, den du verkaufst. Du hast drei Legepunkte, kannst drei Karten legen. Damit kannst du hast zwei Legepunkte. Okay, es ist also nur so ein bisschen. Und kannst du Karte aus deiner Hand. Wenn du jetzt noch wüsstest, was Ben auf der Hand hat. Ja. Das musst du halt die ganze Zeit eigentlich machen. Also was habt ihr? Ja, genau. Alle diese Karten mit jeweils den drei Legepunkten. Ja, aber alle nehmen es ja auch nach dem ersten. Ich weiß, aber das zu merken ist. Nee, ich sage nicht, dass man es machen muss, aber. Das ist ja unmenschlich. Also mein Plan beinhaltet hier eine Karte auszutauschen. Ach so. Falls dir das bei der Entscheidung hilft. Richtig, das kommt ja auch noch dazu. Ja, also, dass wir zurücktauschen können. Und selbst wenn, das ist ja ein Zug, den du nicht verwendest, um selbst Punkte zu machen, das bringt dich ja nicht voran. Was wollen wir jetzt machen? Hier neu ansetzen? Du kannst Karten nehmen, es ist durch. Es ist egal. Es ist rechnerisch einfach vorbei, es lohnt sich nicht, darüber noch abzudenken. Dann will ich was Cooles machen. Scheiße, für was Cooles habe ich nicht die Karten. Der einzig coole Move wäre, wenn du jetzt sagst, ha, ich kann fünf Karten ausspielen, weil ich hier die Sonderkarte gezogen habe. Ja, oder vor, das ist ja. Das ist das Legacy, das diffundiert so durch Wärme im Raum. Ja. dann will ich. Eine Karte austauschen. Was natürlich lustig wäre, wenn wir eine Karte austauschen, alle, die gar nicht passen, wegfallen würden. Ich finde so verwirrend, dass die also dann gar nicht zählt, sondern dass nur die erste zählt. Welchen Sinn hat das denn? Wie die? Dass ich hier zwar anzähle, dass dann die aber zählt. An Art, Farbe. Die erste ist sozusagen das Herz und des Schmuck. Gestecks und der Rest muss sich um diese herum irgendwie identifizieren. Die Floristen versuchen das dann aufzufüllen und Floristen dann. Blumenbänder. Nee. Und wenn es mehr wäre, dann wäre es noch beliebiger, welche Karten du auf der Hand hast. Weil du noch eher immer da hinspielen könntest, wo du willst. Wenn es mehr Elemente wären. Wenn alle Elemente gleichzeitig zählen. So. Ja, dann füttere ich jetzt hier gelb weiter und dann können wir vielleicht ja nochmal werden. Ja, ja kannst du einfach mal auf 6 machen, kriegen wir 3 Punkte. Dann haben wir nochmal richtig geil viel Punkte und vielleicht hast du dann noch ein Krönchen. Jedes Krönchen gibt ein. Natürlich. Ich bin nicht nochmal dran. Kann ich die Karte auch mittendrin wechseln? Eine liegen, eine wechseln, eine und dann. Das ergibt ja keinen Sinn, weil die zählt. Ja, genau, dann scoren wir das nochmal für 3 Punkte. Mir gefällt so mittelgut. Ah ja. Das sind 5, ne? Weil du leider das Wort niedrigschwellig gesagt hast. Es ist zu zahlig. Ich weiß, ja, und ich weiß nicht, wie du. Ich will das gar, aber ich will das auch gar nicht sagen. Es ist zu polnisch. Die ich alle gespielt habe, sind nämlich genau so. Ganz viel Zahlen und ganz viel Punkte vorausrechnen. Ja. Wenn wir jetzt die da hinspielen, werten, dann würden wir ja 3, 4, 5 Punkte bekommen und wären da. Ach Gott sei Dank. Und es endet halt sofort, oder? Es endet sofort. Was ich gedacht habe. Ja, es spielt dann die Runde zu Ende, sodass alle gleich auf dem Zug waren. Karl hat die Startrose. Ja, Gott sei Dank. Bam. Weil das, wenn einmal der Boardstate so ist, dass die eine Seite quasi nicht mehr das machen kann, dass du zum Beispiel nicht gegen die Bonuspunkte gegenhalten kannst, weil danach hinspielen wird. Ja, sicher. Sobald du das einmal verloren hast, das Spiel hat ja keine Form von Ketchup oder sonst was. Und schlechte Karten aufnehmen ist. Nee. Ja, aber du kannst halt schlechte Karten aufnehmen, wenn du halt so ein variantenreicheres Set aufnimmst, bist du vorangegriffen. Du hast ja von dir dreimal irgendein Element aufgenommen. Ich wusste das ja, dann weißt du ja, wo du hinspielen kannst. Dann sage ich, okay, die Möglichkeit nehme ich hinweg, tausche mit einem aus. Ja, aber wenn ich. Dann musst du deine Karten woanders nehmen. Ja, aber wenn ich was Vielschichtiges genommen hätte, hätte ich ja wiederum weniger mit den Karten machen können. Genau, aber dann hast du nicht, läufst du weniger in die Gefahr, dass ich dich blockieren kann. Dann kannst du halt dich langsamer aufbauen. Wir haben uns das halt versucht, noch schnell aufzubauen. Kannst du auch langsamer dich aufbauen. Wobei, weniger Karten bei den nehmen von Karten kommst du trotzdem nicht. Ich habe die Muschel des Riedens. Du hast also nicht nur bei dem Board niedrigschwellig gelogen, sondern auch das Spiel nicht 20 so laut gesagt, dass es von Wolfgang Kramer ist. Doch, hat er gesagt. Ja, hat er gesagt. Aber steht aber wir haben jetzt nicht viel länger als 20 Minuten. Es hat ja sogar eine außenliegende See, es hat ja sogar eine Kramerleiste. Mhm. Da, mit Erklärung 35 Minuten. Bei ja, aber gut. Ist das okay. Ich fand so Mitte. Wenn das okay wie gesagt, kostet. Ich sehe das wohl, dass du nicht weißt, wie du da rankommst. Also die Grundidee finde ich eigentlich ganz cool mit dem Reihen aufbauen und so. Und das Teamspiel. Halt merken, komplett wirklich alles merken, um gut zu spielen. Musst du halt fast. Und dafür gibt es dir zu viele Merkmale. Das ist jetzt nicht 3 Merkmale, auf 7 Karten. Also die Alternative ist, dass du das machst, was ich gemacht habe, dass du sagst, du musst immer davon ausgehen, dass der andere das machen kann, was du befürchtest. Mhm. Und das führt dann eben dazu, dass du sagst, da liegen 3 Karten von dem, ich kann da nicht hin. Ja. Aber das saved ihn ja irgendwie. Also du musst ihn eigentlich dazu zwingen. Das ist ja das, was ich meine. Wenn hier 3 Karten legen, kannst du schnell 4 oder 5 zum Doppelpunkte machen draus machen. Ich müsste hier 2 Karten hinlegen, um dich zu zwingen, das zu scoren.
Aber die zwei Karten müssen ja, da kommen dann weg. Das heißt, ich habe ja meinen Nebenzug gemacht. Und du bist... Und die fehlen mir für Scoren an anderer Stelle und dir nicht. Genau, für so Druck setzen musst du Karten aufwenden, die dann wechseln, wo du einen leeren Zug gemacht hast. Also doppelt, da würde ich auch Karten nachziehen. Genau, so man ist schnell da drin, so wie wir das eben waren, nur noch reaktiv zu spielen und dann macht man dann keine Punkte mehr. Also eine Druck setzen musst du aber nur machen, wenn jemand es halt schafft, wirklich da schnell auf einmal viele Karten hinzuspielen. Wenn du aber halt siehst, was genommen wird, dass jemand halt die Option hat, dann kannst du die Karte für einen Aktionspunkt austauschen. Dass es nicht vorprogrammiert ist, welche Seite das zuerst macht, aber sobald eine Seite diese Bonuspunkte Doppelleisten-Geschichte hat, weiß ich noch nicht, wie du wieder... Ich bin mal ganz negativ und sage, haben wir über Yubako auch so viel geredet? Nee, weil das war es nicht so richtig wert. Das waren die vier Plättchen. Und auf dem Cover waren da vier Plättchen bei Yubako. Ja, ich habe das Gefühl, es ist so eine Kleinigkeit. Weil alles Gute für den Treffelverlag. Ja, das Rote von Kosmos. Mhm. Dieses also waren so vier Elemente damit. Ne? Also das war zwar die übliche Kramer-Kiesling-Connection, das Spiel, was alle zwei Jahre einmal kommt, jedes Jahr einmal kommt, aber Yubako haben wir auch gespielt und dann vergessen, dass es existiert. Also vielleicht mal auch noch ein Denkfehler, das passiert ja. Nein, wir wollten halt effizient spielen, wollten halt sagen, okay, wir müssen so schnell wie möglich viele Karten in einer Reihe spielen. Um halt die Möglichkeit ins Scoren und. Ja, ich habe am Anfang auch vergessen, dass es natürlich auch. Wir haben ja unsere erste Reihe gescored, ohne dass wir es extra aufgebaut hatten. Weil ich ehrlich gesagt auch die Karte vergessen hatte an der Stelle. Und von dem Fehler haben wir uns halt nicht wiederholt. Weil das spielt die Möglichkeit. Also ich habe die Möglichkeit zumindest nicht gesehen, außer wenn ihr irgendwie einen sehr groben Schnitzer gemacht hättet. Aber dafür macht das Spiel ja nicht, ist es nicht so kompliziert. Es gibt ja eine Form von Taktik, die du fährst. Auch da kann die Uhrzeit schon helfen, aber es lief ganz gut. Ja. Und das ist so, also sonst, die Idee ist ja gut mit diesem Hinlegen, diese verschiedenen Komponenten fürs Set sammeln. Es fehlt irgendein Mechanismus, dass das Spiel offener bleibt. Ist so mein, aber ne, das erste Partie mitten in der Nacht, ich wüsste nicht, wo ich habe auch konstant währenddessen immer noch alle Regeln nachgelesen. Ich glaube nicht, dass da irgendwo ein Fehler drin war, auch wenn sich das mit dem, ich weiß immer noch nicht. Fühlt sich ein bisschen. Herr Kramer, schreibt so schnell in Chat. Das spricht aber dafür, dass halt wirklich rein da liegen lässt, immer noch die Möglichkeit gibt es da rein. Oh Gott, 2:05 hier steht zum Informationsaustausch. Alles ist erlaubt. Okay. Nur Karten zeigen. So darf ich nicht machen. Gott sei Dank. Aber dann muss ich das ehrlich so. Doch, ich würde es erlauben, wenn ich das auch jederzeit erfragen darf. Ja. Dann muss man nicht wie beim Trio so doof zwinkern. Mhm. Ja, was? Mhm. Ja, was? Ja, Morse. Nein. Zahnmorse. Genau, also aber das muss sein, weil das Spiel sonst viel zu dröge ist. Ja. Weil sonst nichts mehr im Reihenfolge. Können wir nicht selber so auseinanderpflücken? Haben wir ja, das war aber ganz gut. Was willst du machen? Hast du gespielt, sagst du war gut und dann. Das beste Spiel von Lusikosaurus. War halt, als wir das wollte, gut. Oh, diese Verkehrsgeschichte, die ist eigentlich echt gut. Die ist. Die erzählen wir allen? Weiß ich, ich glaube schon. Ja, nicht, cool. Ich weiß nicht, ob es extra Bonus für euch, dranbleiber. Ich weiß nicht, ob es strafrechtlich relevant war oder jetzt noch so lustig war wie heute Mittag. Also heute Morgen war es eigentlich gar nicht so lustig. Ich habe ein bisschen Angst. Dann, ja, ist, also ich fahre so mit meinem Automobil. Ich bin bereits in Göttingen. Samstag ist immer ein besonderer Tag, weil die Landstraßen sind zwar sehr leer, aber in der Stadt ist immer Riesenverkehr. Man kommt nicht in Göttingen rein. So, ich bin im Grunde schon fast da, brause die. Das heißt brause, ich halte mich natürlich ans Verkehrs, an das Tempolimit. Brause dann 45? Brause mit 50 Kilometer die Stunde, die Hannoversche Straße entlang. Lauf mal so schnell. Die Straße entlang und halte auf den Stadtkern zu. Als ich eine Dame sah auf einem Fahrrad, vielleicht muss ich das so, weiß ich nicht, ich weiß noch nicht, wie ich das darstellen soll. Ich sah eine Dame auf dem Fahrrad und überlegte so in meiner fröhlichen Art, stellte mir so eine Welt vor, in der ich das Fenster runterkurbele und so auch wie andere Leute immer andere Leute ankacken und sage, der Fahrradweg ist dahin. Denn sie fuhr mitten auf der Hannoverschen Straße, auf der rechten Spur links. Das ist nicht so nett. Ich war nun dahinter und dachte, okay, vielleicht will sie da abbiegen. Nein. Bei der nächsten Abbiegung auch nicht. Ich konnte sie nicht überholen, weil die linke Spur voll war. Denn in der Stadt ist immer alles voll. Und dann habe ich gedacht, beobachtest du die mal mehr? Sie war so eine ältere Dame. Ich habe sie ja nur von hinten gesehen. Mit einer Sonnenblume und einer Schachtel, möglicherweise Pralinen im Korb. Und ich dachte, okay, wie auf einem Gemälde. Wie auf einem Gemälde. Und sie strampelte die Hannoversche Straße entlang auf der rechten Spur ganz links. Und ich konnte nicht überholen. Wir kamen in Richtung Innenstadt und ich dachte, ah, die wollte abbiegen, deswegen ist sie schon mal einen halben Kilometer vorher nach links gefahren.
Und ich war dann ja auch die ganze Zeit dahinter. Ich habe es dann auch geschafft, mich links einzuordnen. War irgendwie ein Auto dahinter und dachte, ja, ja, jetzt will sie da abbiegen. Und ja, die Ampel wurde rot und ich dachte, ja, jetzt fährt sie ja auch. Jetzt will sie ja auch, nee, einfach gefahren in den Verkehr. Und ich, ach du Scheiße. Für alle, die es vergessen haben. Die Autos kamen von links und rechts, fuhren so um sie rum und sie schob über die Kreuzung am Kreuzbergring die große 8-Spuren-Kreuzung, wo immer, aus 4. Und ich dachte so, Godspeed. Meine Ampel wurde schnell grün. Ich hatte den gleichen Weg. Und da, jetzt beginnen die Probleme erst. Hier hat sich die Schlagzahl verhundertfacht. Da steht immer so ein immer samstags steht da ein LKW und hier rechts kommen die Busse. Und dann habe ich daran gedacht, naja, jetzt muss er wohl anhalten. Ne? Der Bus kam gerade, hier steht der dicke LKW auf der Spur. Und dann habe ich aber gedacht, ich habe in der Schule haben wir im Krebsgang gelesen. War das der mit der Villa Gustloff? Also, gesessen. Wo ich die traurige Geschichte, wo ich das Traurige gesehen habe beim Ausbooten von der Villa Gustloff zwischen Rettungsboot und Boot, wenn die Leute da reingefallen sind, waren sie für immer weg. Und das habe ich so vor mir gesehen, wie sie in der 30 cm Lücke zwischen Bus und LKW, ohne anzuhalten, strampelte immer weiter, da so verschwand. Und dann. Ja, ich würde die Geschichte nie erzählen, wenn hier wirklich jemand zu Tode gekommen wäre. Indiana Jones und der letzte Kreuz. Aber ich hatte ja jetzt nun schon 10 Minuten Nervenkitzel hinter mir, weil ich sie immer beobachtet habe. Und ich dann habe ich gesagt, irgendwann muss sie doch mal anhalten. Und dann kam hier der Zebrastreifen, da ging gerade so eine größere Familie, zwei kleinere Kinder und ein Kinderwagen und Vater und Mutter waren gerade so halb rüber. Jetzt hält sie ja wohl mal an. Das war einfach das Beste. Das ist die Familie, so das was der Ding ist, die eine gingen halt in normaler Geschwindigkeit über. Und von hier kam natürlich der andere Innenstadtverkehr. Autos, Busse, studentische Gruppen aus 700 Fahrradfahrern, alles ist da morgens. Und die Familie lief und ich war hier hinten, habe den Winkel berechnet, die Familie lief und ich habe den Aufprallpunkt, habe ich schon gesehen. Und sie strampelte immer weiter und ich dachte, halt doch mal an. Und dann, also der kam so kurz vorm Aufprall, boink, und immer in der gleichen Geschwindigkeit weiter. Da kam der Gegenverkehr, Lichthupe, Hupe, scheißegal, boink. Es tut mir leid, es war beeindruckender dabei gewesen zu sein. Menschen, die in sich ruhen, sind schon ein bisschen beneidenswert. Das, was danach kam, ist für jetzt, das war der absolute, weil ich habe, die Kollision war unvermeidlich. Und um die ganze Sache dann noch zu abzuschließen, ich war dann an dem Punkt, wo ich abbiege und ja ein letztes Auf Wiedersehen mit auf den Weg gehe. Und ich sehe noch, wie sich die Menge in der Fußgängerzone teilt, als sie immer tapfer fleißig mit dem gleichen, der gleichen Geschwindigkeit, ohne einmal die anzuhalten, in die Fußgängerzone rasselt. Und da fährt sie bestimmt immer noch. Sie hat wirklich einfach auf alles geschissen. Die hat auf alles geschissen und hatte eine Sonnenblume und eine Schachtel Pralinen im Fahrradkorb. Und der ganze Verkehr, die roten Ampeln, Autos, Busse und Lastwagen. Das ist so die Geschichte, in der der ungläubig hinterherfahrende, der ist, der dann den Unfall baut, weil er nicht aufpasst. Ja, was meinst du, was ich aufgepasst habe? Die war zum Glück die ganze Zeit vor mir. Meine Güte. So, das war die Geschichte aus dem Verkehr. Ist natürlich sowas wie, ja, oh, Verkehr. Ich bin auch schon mal 30 gefahren und wurde von einem Fahrradfahrer rechts überholt. Und wie es sich in Göttingen gehört, mit dem Roller passiert in der 30-Zone wirst du rechts vom Fahrradfahrer überholt. Und dann fährt aber der vor mir, der sich ja auch an die 30 hält, fährt vielleicht ein bisschen weit rechts und dann latscht ihm der Fahrradfahrer ans Auto und sagt, was er sich denn einbilden würde, die blöde Sau. Und ich denke auch so, wenn du gegen mein Auto getreten hättest, würde ich jetzt schon aussteigen. Nein, das Auto ist mächtiger als das Fahrrad. Ja, aber nicht juristisch. Du bist automatisch mitbeteiligt, ne? Ja, irgendwie so. Gut, und mit dieser mit dieser wundervollen Geschichte, die also war schon ein bisschen lustig. War auf jeden Fall gut. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen jetzt alle ins Bett, ihr auch. Ne? Wir posen. Ich habe kein Posen mehr. Oh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das andere nochmal. Tschüss. Mach's gut. Und morgen. Gute Nacht. Tschüss. Ciao.